Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Adam Motors. Neben mir seht ihr schon die Yamaha Wolverine Air Max SE 2 1000R auf der rechten Seite. Auf der linken Seite die Trackster XMR HD 10, denn in dem letzten Video in der Kommentarleiste hat ein Kunde gebeten um den Vergleich von diesen beiden Fahrzeugen und selbstverständlich gehen wir auf diese Kundenwünsche ein. Trackster XMR Video gibt es ja bereits schon auf unserem YouTube-Kanal, genauso wie das Video über die Premium-Kabine, das wir euch mal in der Videobeschreibung einfügen werden. Heute beziehen wir uns eher auf die Wolverine Air Max SE 1000R, denn hier, wie gesagt, die SE, die Special Edition, auch mit der Farbkombination, der aggressiven Front mit den Tagfahrlichtern, einer Seilwinde serienmäßig verbaut, nämlich eine Warnwinde und natürlich der Grobstollenbereifung für optimalen Einsatz im Gelände. Zum Vergleich der beiden Fahrzeuge haben wir hier auf der rechten Seite einmal das sportliche Arbeitsgerät mit einem Zweizylinder-Reihenmotor mit 108 PS bei 8500 Umdrehungen die Minute. Zur linken haben wir die Dragster XMR, beides sind 1000R-Modelle, hier einmal mit einem V-Motor, Zweizylinder mit 82 PS, der dann eher für die Arbeit gedacht ist, auch mit der größeren Ladefläche und natürlich, wie bereits im Video schon erwähnt, der Dreisitzer. Die Wolverine im Innenraum natürlich sehr sportlich gehalten mit Sportsitzen, ein reiner Zweisitzer, auch mit Mittelkonsole, was bei der Trackster leider nicht vorhanden ist.
Wir haben hier bei der Wolverine einige Highlights serienmäßig, die es bei der Dragster so serienmäßig gar nicht gibt. Wie beispielsweise die Bedlock-Ringe bzw. die Bedlock-Felgen, die Türen, ein Kunststoffdach und natürlich in Schwarz hier die Rocksliders. Ein weiteres Highlight bei der Wolverine, was es bei der Dragster allgemein so gar nicht gibt, wäre das Fox-Fahrwerk, das einmal über Komfortstufen einstellbar ist und natürlich über die Federvorspannung durch ein Gewindefahrwerk einstellbar nach oben bzw. nach unten, was natürlich dann auch wieder optimale Einstellmöglichkeiten für das Gelände oder für die Straße bringt. Am hinteren Teil sieht man auch sehr gut die Wolverine, wie vorhin erwähnt, das perfekte Fahrzeug zwischen Spaß und Arbeit. Hier haben wir dann auch einmal die Pritsche, die wie bei der Dragster auch manuell klappbar ist. Was ich bei der Wolverine habe, im Gegensatz zur Dragster, sind einmal hier zwei Gasdruckdämpfer, die natürlich auch bei Maximalbeladung der Pritsche ein optimales Kippen fordert, so dass ich mir kein Abbrechen muss für die Pritsche zum Kippen. Hier nochmal zum direkten Vergleich zur Air Max haben wir serienmäßig bei der Dragster leider überhaupt keine Türen. Bei der Air Max haben wir die Türen serienmäßig verbaut. Viele unserer Kunden nehmen dann direkt die komplette Premium-Kabine, die dann diese Türen hier beinhalten, auch mit elektrischen Fensterhebern, einem Kunststoffdach, Heckscheibe zum Aufschieben, Windschutzscheibe zum nach vorne klappen. Dann haben wir hier bei der Dragster XMR auch serienmäßig schon eine Kotflügelverbreiterung, was ich bei der Air Max im Gegensatz leider nicht habe. Ich habe auch hier 30 Zoll Räder. Serienmäßig habe ich den ITP Gripted Radsatz. Der Kunde wollte eben das Fahrzeug schon umgebaut, wollte auch auf 30 Zoll bleiben, allerdings eher straßentauglicher. Deswegen den 30 Zoll Radsatz Liberty, was natürlich die perfekte Mischung aus Straße und Gelände in einem Reifen vereint. Die Wolverine, wie vorhin schon erwähnt, hat die Bedlock-Felgen, was natürlich A, optisch sehr viel hermacht, auch B, eher die Nutzbarkeit vor sich zieht, denn im Gelände bei einem defekten Reifen kann ich auch ohne Montiermaschine mit den Bedlock-Felgen eben den Reifen wechseln, wenn ich das nötige Werkzeug dabei habe. Hier bei der Dragster die Serienfelge stinknormal 14 Zoll in der Wagenfarbe lackiert, kein Bedlock-Verfahren. Zum hinteren Teil des Fahrzeugs sieht man auch hier bei der Pritsche, wenn ich sie einmal nach oben klappe, auch nochmal das Fahrwerk, was sich hier natürlich um ein spezielles XMR-Fahrwerk handelt, allerdings nur über Raschpunkte verstellbar. Bei der Wolverine war es eben über die Komforteinstellung durch drei Stufen und auch das Gewinde an der Höhe bzw. an der Tiefe verstellbar. Der Motor sitzt bei der Dragster direkt unterhalb der Pritsche, auch mit einem Gasdruckdämpfer, nicht wie bei der Yamaha mit zwei. Bei der Dragster, wie erwähnt, habe ich auch einen höheren Kipppunkt, eine höhere Kippneigung und auch wenn ich den Gasdruckdämpfer manuell aushänge, habe ich eine 90-Grad-Kippung, was ich bei Yamaha auch machen kann, allerdings mit natürlich mehr Arbeit verbunden, da es sich hier um zwei Gasdruckdämpfer handelt. Ein weiteres Highlight bei der Dragster XMR hätten wir fast vergessen zu erwähnen, denn es fällt dank dem schwarzen Lack und auch der schwarzen Kunststoffverkleidung sehr wenig auf, nämlich die Rocksliders, die auch nur bei der Dragster XMR serienmäßig verbaut sind. Um nochmal auf den Bedlock-Radsatz von der Wolverine zurückzukommen oder auch den Bedlock-Radsatz beispielsweise bei der Maverick X3. Der Bedlock-Radsatz, dadurch, dass der Reifen über die 16 Verschraubpunkte an der Felge am Bedlock-Ring auf die Felge gespannt wird, kann ich dank dem Bedlock-Radsatz nahezu 0,0 bar Luft fahren. Und auch im Gelände dann, bei gröberem Gestein, bei einem maximalen Lenkeinschlag, würde mir bei dieser Felge beispielsweise, bei 0,0 bar, würde es mir den Reifen von der Felge ziehen. Der Bedlock-Ring, der über diese 16 Verschraubpunkte eben verschraubt ist, verhindert das Ganze und somit habe ich natürlich auch optimale Einsatzmöglichkeit bei 0,0 bar Luft im Gelände. Da es sich bei allen Yamaha-Modellen um International-Modelle handelt,
Bedeutet, Yamaha sieht es, ob bei der Wolverine, bei der Grizzly, bei der Kodiak, auch bei der Raptor, sieht es Yamaha nicht vor, dass die Fahrzeuge ab Werk auf der Straße laufen. Und auch in Europa sind viele Länder dabei, bei denen ist es gar nicht möglich, die Fahrzeuge auf die Straße zuzulassen, sodass ich legal wirklich mit dem Fahrzeug beispielsweise sonntags zum Bäcker fahren kann. Haben wir eben den Vorteil, dass wir noch durch die LOF-Zulassung, wie man hier sieht, mal ein Kennzeichenhalter, Blinker etc., haben wir die Möglichkeit eben das Fahrzeug durch die besagte LOF-Zulassung auf die Straße zuzulassen und der Kunde natürlich dann auch sonntags mit seiner Frau spazieren fahren kann oder auch auf legalem Weg in den Wald fahren kann zum Arbeiten. Vorteil bei der Yamaha ist, wir haben hier auf einer Sicht die LED-Rückleuchten, auch mit Rückwärtsganglicht bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise bei der Dragster oder auch bei der Outlander oder bei der Polaris oder auch bei der Kymco den Rückwärtsgang einlege, ist zappenduster da hinten. Yamaha hat hier einmal links und rechts einen LED-Rückfahrscheinwerfer angebracht, integriert in der Rückleuchte, somit natürlich auch bei Nacht Rückwärtsgang eingelegt und ich kann durch die Spiegel wunderbar schauen, wo ich auch hinfahre. Wir versuchen natürlich, den LOF-Umbau immer so originalgetreu wie möglich zu halten. Bei Yamaha etwas schwierig, da Yamaha das Ganze eben nicht vorsieht. Dennoch haben wir hier einmal LED-Blinker nachgerüstet in der gleichen Optik oder in einer ähnlichen Optik wie die Rückleuchten. Extra einen Kennzeichenhalter entworfen, auch mit einer LED-Kennzeichenleuchte und einer kleinen kompakten LED-Nebelschlussleuchte. Genauso wie ein Anhängebock, der natürlich etwas herausragt, so dass ich auch, wenn dann der Kennzeichenhalter und das Kennzeichen dran ist, den Anhänger problemlos an das Fahrzeug anhängen kann. Anders wie bei Yamaha handelt es sich hier bei der Dragster auch zwar um ein International-Modell, allerdings gibt es die Dragster auch als T-Modell, sprich homologiert. Denn bei Can-Am ist es so, die haben eine komplette Abteilung, die sich eigentlich damit beschäftigt, dass die Fahrzeuge auch wirklich legal und vor allem auch serienmäßig auf der Straße fahren dürfen. Yamaha interessiert es eigentlich relativ wenig und wie vorhin schon erwähnt, gibt es auch relativ wenige Länderbereiche, wo das auch möglich ist, auch durch den LOF-Umbau. Wir haben den Vorteil, dass es eben noch funktioniert. Aber kommen wir nun zur Dragster. Man sieht hier, wir haben originale Blinker verbaut von einem Dragster T-Modell, wie beispielsweise die Dragster HD10 Max, wäre ein T-Modell. Dann haben wir den Kennzeichenhalter vom T-Modell, genauso wie die Anhängerkupplung und die Anhängersteckdose. Der Arbeitsaufwand bei der Dragster ist dadurch ein bisschen einfacher, weil es eigentlich alles schon vorgefertigt ist. Bei Yamaha ist es viel selber machen. Wir haben euch hier einmal auf der linken Seite den ITP Gripted Reifen draufgezogen. Dieser ist serienmäßig bei der Dragster XMR. Auf der rechten Seite einmal den Reifen, der sich der Kunde gewünscht hat, den Maxxis Liberty. Natürlich, wie erwähnt, die perfekte Mischung zwischen Straße und Gelände. Bei dem Gripted Radsatz, meiner Meinung nach, braucht man eigentlich immer einen zweiten Radsatz, weil die Gripted Räder fahren sich eigentlich auf gut Deutsch echt beschissen auf der Straße. Für das Gelände, ja, tauglich, aber auch nicht das Ideale. Der Gripted-Radsatz ist dann eigentlich eher schon für das typische Mudding gedacht. Anders bei der Wolverine haben wir bei der Wolverine einen Allround-Reifen drauf. Praktisch einsteigen, losfahren für die Straße wie auch fürs Gelände. Natürlich auch mit dem Luftdruck ein bisschen spielen. Mehr Luftdruck für die Straße, weniger Luftdruck fürs Gelände, mehr oder weniger Auflagefläche. Bei der Wolverine, wie eben erwähnt, einsteigen, losfahren. Bei der Dragster durch den Gripted-Radsatz leider nicht ganz möglich. Funktioniert auch, haben aber selten Kunden, die wirklich die Dragster XMR mit dem Originalradsatz fahren, da es sich dann doch schon eher um eine individuelle Zusammenstellung handelt, somit auch hier den Liberty-Radsatz oder auch, was wir sehr häufig und sehr gerne verbauen, ist der Bighorn 2.0 auf der Dragster, den wir auf unserer Dragster auch fahren und sehr zufrieden damit sind. Hier einmal den Innenraum der Yamaha Wolverine. Dieses Fahrzeug wurde bereits auf Kundenwunsch schon umgebaut. Ist auch nahezu fertig, fehlen nur noch die Außenspiegel. Vorteil auch bei der Wolverine ist, ich habe den Mittelspiegel serienmäßig. Der
Kunde wollte eine Windschutzscheibe mit Wischer, natürlich original Yamaha. Die Schalterbelegung findet man hier unten, auch leicht versteckt. Einmal für den Wischer und natürlich selbstverständlich auch mit Spritzfunktion. Am unteren Teil des Fahrzeugs findet man einmal die große überschaubare Mittelkonsole, auch hier mit nochmal zusätzlichen Schalterbelegungen für Zusatzscheinwerfer oder diverse andere Zubehörteile. Vorteil auch bei der Yamaha Wolverine, ich habe eine manuelle Handbremse, was es so bei der Dragster überhaupt nicht gibt. Denn die Dragster, wenn, hat sie eine Fußbremse, die ich natürlich mit dem Fuß betätige. Hier ist es dann schon mehr Autofeeling. Auch am hinteren Teil der Mittelkonsole zwei große Getränkehalter und natürlich nochmal ein Staufach mit zusätzlichem Bordwerkzeug. Hier sieht man auch neben der manuellen Handbremse den Gangwahlhebel, der dann schon eher in die Richtung PKW tendiert. Bei der Dragster habe ich den Wahlhebel hier oben am Kombi-Instrument tendiert oder ähnelt dann eher schon in die Richtung Nutzfahrzeuge. Ein weiteres Highlight bei der Yamaha, besonders bei den Air Max SE Modellen, wäre die blaue Cockpitbeleuchtung, auch mit Fußraumbeleuchtung in Blau, dem voll digitalen Display und eben auch der Schalterbelegung in Blau beleuchtet, wie einmal hier auf der linken Seite zu sehen und natürlich hier auf der rechten Seite auch für die original angebrachte Seilwinde. Hier nochmal zum Vergleich den Dragster XMR Innenraum. Hier mit der durchgehenden Sitzbank, natürlich Mittelsitz und Beifahrersitz nach oben hinweg klappbar. Der Kunde hier wollte nochmal Aufbewahrungsbehälter unter jedem Sitz. Der unterm Fahrersitz ist fest installiert. Unter Mittelsitz und Beifahrersitz kann ich einfach herausziehen. Das zeigt nochmal, wie vielfältig auch das Zubehör Repertoire von Can-Am ist, genauso wie die Transportbox bzw. Werkzeugbox hier oben im Kombi-Instrument. Wenn ich die Boxen im Fußraum natürlich rausnehme, wie eben erwähnt, zum Jagen natürlich ideal. Man kann perfekt seinen Hund mit in der Fahrgastzelle mitfahren lassen. Hier unten sehr gut versteckt. Die DFK-Heizung aus dem Zubehör zeigt auch nochmal, dass Can-Am auch sehr vielfältig ist. Im Gegensatz zu Yamaha. Yamaha eher dann doch schon mehr Originalzubehör bezogen. Bei Can-Am habe ich dann die Wahl, will ich Zubehör, will ich Original. Gerade bei der Heizung oder auch bei Spiegeln kann ich dann hier nochmal wählen. Fazit von dem Vergleichsvideo gegenüber der Dragster und der Wolverine ist ganz klar, in Sachen Nutzfahrzeug liegt die Dragster natürlich ganz weit vorne. Auch hier nochmal gerade ausstattungstechnisch, zubehörtechnisch eine Riesenpalette, was Can-Am da bietet, kann Yamaha leider nicht mithalten. Es gibt diverse Zusatzausstattungsmöglichkeiten, allerdings lang nicht so viel wie bei Can-Am. Wie gesagt, das perfekte Nutzfahrzeug, auch eben, wie man sehen kann, durch den Dreisitzer, auch mit den Sitzen nach oben klappbar. Somit kann ich natürlich auch beispielsweise, wenn ich auf die Jagd gehe, meinen Hund mitnehmen, den Mittelsitz und den Beifahrersitz nach oben klappen, den Hund mit in die Fahrgastzelle rein und gut. Die extrem großvolumige Ladefläche, natürlich auch zum Kippen, selbstverständlich auch elektronisch nachrüstbar mit einem sehr steigen Neigungswinkel, auch natürlich optimal zum Kippen der Ladefläche, wenn man mal alleine ist. Bei der Yamaha Wolverine leider nicht ganz so komfortabel, beispielsweise jetzt zum Jagen, denn in dem Fußraum bleibt wenig Platz für einen Hund, natürlich besteht die Möglichkeit, den Hund mit einer Hundebox auf die Ladefläche zu packen. Aber wo lege ich dann mein erschossenes Wild hin? Wie gesagt, die Yamaha Wolverine, das perfekte Fahrzeug, um Sport, Spaß und Arbeit zu verbinden. Auch mit der kippbaren Ladefläche, die dennoch ein großes Volumen hat. Leider allerdings nicht ganz so großvolumig wie bei der Dragster. Unser Fazit zum Schluss wäre jetzt praktisch für Sport und Arbeit perfekt. Die Wolverine, auch mit ihrem Zweizylinder Reihenmotor, den Mittelmotor mit 108 PS im Gegensatz zur Dragster mit dem V2-Zylinder mit 82 PS. Klar, das leistungsstärkere Fahrzeug. Natürlich haben wir
auch noch diverse andere Wolverine-Fahrzeuge mit identischer Leistung, was sich jetzt aber allerdings nicht im Gegensatz zur Dragster vergleichen könnte, sondern dann eher schon mit der Maverick Sport. Die Maverick Sport hat aber allerdings im Gegensatz zur Wolverine keine kippbare Ladefläche und somit dann auch schon, wie es der Name sagt, eher für das Sportliche und nicht wie bei der Wolverine fürs Arbeiten und für den Sport gedacht. Zum Schluss des Videos kommen wir auch nochmal zu was, was wir bis jetzt noch nicht hatten, denn wir haben hier die Dragster XMR deswegen ausgewählt, weil sie einmal auch die höchste Ausstattungsvariante serienmäßig der Dragster Modelle bietet, mit einem Kaufpreis von 23.375 Euro ohne LOF-Umbau, auch die Yamaha Wolverine. Leider 4.000 Euro teurer, habe natürlich hier auch andere Gimmicks, wie vorhin schon erwähnt, das Fox-Fahrwerk, was ich bei der Dragster in keinster Weise nachrüsten würde. Die Möglichkeit besteht, würde aber keiner machen, da es sich, wie gesagt, um ein Arbeitsgerät handelt und hier um ein Sportgerät, die Wolverine mit dem Kaufpreis von 27.495, auch ohne LOF. Natürlich bietet die Dragster-Familie auch noch diverse andere Dragster-Möglichkeiten, wie wir hier zu sehen bekommen, die HD10 in der Max-Version, die aber von der Ausstattung her leider nicht ganz so gehoben ist wie die XMR. Deswegen auch die beiden perfekten Modelle zum Vergleichen, Wolverine Air Max SE Special Edition, maximale an Grundausstattung, was eben geht, genauso wie bei der Dragster auch mit eben dem Rammbügel, Seilwinde haben sie selbstverständlich beide, die charakteristischen Standlichtleuchten, was bei beiden natürlich ein sehr gutes optisches Merkmal ist und wie wir vorhin schon erwähnt haben, bei beiden ist das Nachrüsten der Windschutzscheibe selbstverständlich kein Problem. Als Sieger geht aus diesem Video keiner hervor, bei der Nutzbarkeit wäre es der Dragster, bei der Sportlichkeit wäre es der Wolverine, aber zu 100% miteinander vergleichbar sind die Modelle eigentlich nicht. Die Wolverine würden wir jetzt persönlich eher zwischen der Sport und der X3, sprich der Turbo, einordnen, auch preislich gesehen. Das Pendant zur Wolverine wäre dann eben die Sport. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Wobei die Wolverine dann meines Empfindens auch eher schon den Kampf gegen die Sport gewinnen würde. Erster Linie, wir haben mehr Leistung und in zweiter Hinsicht natürlich klar, der Nutzfaktor mit der kippbaren Ladefläche macht schon ganz schön was her. Wenn ihr mehr solche Vergleichsvideos sehen wollt, dürft ihr, wie gesagt, den Kanal gerne mal abonnieren, ein Like für das Video dalassen, uns auf Instagram folgen, Ada Motors GmbH, und bis dahin, ciao.